Ist etwas schon automatisch klug und schlau, wenn es nicht politisch korrekt ist? Nein, aber das ist nicht der Bezugspunkt hier. Der Bezugspunkt hier ist, dass offenbar Meinungen dann willkommen sind, wenn sie in einem bestimmten Kontext nützlich sind. In jedem Fall im Kontext der Wissenschaftlichkeit, was ohnehin etwas ganz Diffuses ist, und in jedem Fall im Kontext, ob es hilfreich ist oder nicht, der Menschlichkeit. Genau. Gut, es kann ja überall so ein bisschen Menschen, das kann nicht schaden. Schauen Sie, der Ton der Debatte ist ja von der Kanzlerin gesetzt worden, zu einem Zeitpunkt, als noch niemand das Buch hatte. Da hat die Kanzlerin schon als Literaturkritikerin sich betätigt und gesagt, das Buch sei nicht hilfreich. Wir hatten alle das Buch noch nicht gesehen, doch. Aber das Urteil, ja, vielleicht Sie, ich noch nicht, die meisten werden ein paar Auszüge, glaube ich, in dem Bild und im Spiegel noch sehen können. Mhm. Zu sagen, ein Buch sei nicht hilfreich von einer Kanzlerin, die nicht dazu gewählt wurde, literarische Urteile zu fällen oder Buchempfehlungen abzugeben, das grenzt, entschuldigen Sie, an die übelste Tradition der Reichsstiftungskammer. Ja, entschuldigen Sie, ja. Ja, nein, das ist nicht. Da muss man wirklich die Kanzlerin in Schutz nehmen. Wenn Sie mit Brunnenvergiftung kommen. Ich bin Grüner, kein Christdemokrat. Ja, ich weiß, dass Sie sie in Schutz nehmen. Die Kanzlerin wollte Schaden von unserem Land, von Deutschland abwenden. Was heißt Schaden abwenden? Welcher Schaden ist entstanden? Wenn man bei deutschen Botschaften fragt, was los ist in Deutschland. Dass du jetzt als Grüner unglaublich staatstragend, welcher Schaden ist entstanden? Im Ausland wird nun darüber gelächelt, worüber hier diskutiert wird. Das ist ein Mitglied der Bundesbank, der Deutschland mitrepräsentiert. Wenn, der Eindruck, wenn die Kanzlerin literarische Empfehlungen abgeben kann, nicht. Das macht sie. Das muss ich die Kanzlerin verteidigen. Ja, das ist ein Höhepunkt. Das ist auch ein Höhepunkt. Danke, Henrik.